So, gehen wir mal rein. Kanada. Das Leben der Heiligen. Na, bestehlen will ich sie aber eigentlich nicht. Ey, bestehlen will ich sie wirklich nicht. Ist doch ein armes Mädchen. Komm, so Bauern, weißt, die haben eh nichts, die braucht man nicht bestehlen. So, war ich da hinten eigentlich schon? Ah, da ist der Weg, da komme ich wieder dahin. Da will ich jetzt eigentlich gerade nicht hin. Ich will jetzt eigentlich ein neues Gebiet erkunden. So, da ist schon wieder ein Passant. Ich speichere mal wieder. Irgendwann muss doch mal jemand mit einem Auftrag kommen. Die Musik gefällt mir schon wieder so. Hey, du siehst mir sehr imperial aus. Ja. I don't know you. What do you want? Ich kenne dich nicht. Was willst denn du? Spellmaking. Ah, die hat Zaubersprüche. Die kann mich trainieren. In Mystizismus. Und, okay. Die Frage ist, will ich das? Ich bin Magier. Die letzten Gerüchte. Also, ich war gerade geistig abwesend, weil ich die Hälfte der Geschichte jetzt natürlich gelesen habe. Zuerst schien die Nereverin-Geschichte, Prophezeiung, einfach nur blöder Aberglaube gewesen zu sein. Dann habe ich gelernt, dass die Dunmer Jahre, Jahrhunderte schon für die, auf die Ankunft von Lord Nerevar kommen, eigentlich Rückkehr. Die Inkarnation nennen sie es. Alle paar Jahre erscheint ein Ascheländer und die Stämme nennen ihn Incarnate. Dann geht der Tempel los und hunts him down, also jagt ihn. Mit Erfolg natürlich. Entpuppt ihn als Fake. Und dann ist gut. Und sie fragt sich, warum der Tempel sich so viele Sorgen darum macht. So. Wenn du alles wissen willst, was es über Magie zu wissen gibt, dann lass mich dir vorschlagen, Estirdalin in der Balmora Magiergilde zu. Ja. Empfehlen. Lass mich dir diesen Typi da empfehlen. So. Du willst mit einem Experten im Handeln, Geduld und Redegewandtheit sprechen. Jemand, der über Themen sprechen möchte. Du willst keinen Trainierer, nicht.
kein Trainer. Nicht sofern du, erwartest, für die Information zu zahlen. Also sie empfiehlt mir die ganze Zeit diesen Estradilidin. So, kleines Geheimnis. Ja, wie erkennt man einen dätrischen Schrein? Was erzählst du mir? Training, Güter und Dienstleistungen sind billiger für Mitglieder der Magiergilde. Und der Gildensteward weiß, wo er Arbeit finden kann. So, erzähl mir was über Morrowind. Ashländer, also Ascheländer, sind primitive, eingeborene Nomaden, welche in der Wildnis leben. Es gibt nicht viele von ihnen. Jo, ich bin Zauberer. Das ist mir gerade eigentlich egal. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Der hat keinen Auftrag für mich, das ist ja zum Kotzen. So, mal gucken. Kommt da jetzt schon wieder irgendwo ein Viech? Ne. Wir gehen hier einfach mal weiter. Da hinten gibt's schon wieder irgendjemanden. Da geht's auch weiter. Aber das sieht mir mehr nach dem Hafen aus, nach einer Anlegestelle. Genau, aber dann waren wir wenigstens mal hier. Was ist denn da drüben? Schön, wie die Bäume hier rein und raus faden. Okay, und dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Ja, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen auf Erkundungstour bin, aber... Nix aber. Ist Morrowind. Muss ich erkunden. Ist ja Open World und so. So, wo gehe ich denn hier hin? Kenne ich beides noch nicht. Ah, da steht jemand. Hallo, junger Mann. Alright, I'm listening. Na, wie geht's dir denn so? Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Ich sollte hier meinen Geschäftspartner treffen, aber ich kam zu spät. Und es scheint so, als ob sie nach Molagmar ohne mich gegangen ist. Was ist mit deinem Businesspartner? Ja, mein Partner Vanjira. Und ich wollten etwas Geschäfte in Molagmar betreiben. Ich war jedoch verhindert und es scheint, als ob sie ohne mich vorangegangen ist. Ich bin ein bisschen überrascht, weil es ein gefährlicher Trip ist. Okay. So, wir müssten... Wir müssten zum östlichen Teil von Wardenfall. Hier, ich markiere es auf deiner Karte. Was ist mit Vanjira? Geschäftspartner Molagmar, Molagmar. So. Ich habe gehört, dass die Straße dorthin mit gefährlichen Kreaturen bevölkert ist. Und ich fürchte, ich kann es nicht alleine schaffen. Wärst du vielleicht gewillt, mich zu eskortieren? Eine kleine Kompensation für deine Bemühungen. Sobald wir mit Vanjira zusammenstoßen. Ah, Quatsch. Ich habe eine kleine Kompensation für deine Bemühungen. Aber sobald wir mit Vanjira zusammenstoßen, wird sie dich gut belohnen.
Ach ja, klar, warum nicht? So. Juhu, ich hab einen Auftrag, ich hab einen Auftrag. Tralala, jetzt lese ich erstmal, was da in meinem Ding steht. Paul Marston fears to bla bla bla. Ich hab da zugestimmt. Bla bla bla. So. Und er hat es auf meiner Karte markiert, wo es hin. Boah, das ist ja richtig weit. Willst du mich verarschen? Nein, und ich habe dazu gestimmt. Ach, Quatsch. Komm, da laufen wir schnell hin. So, dann machen wir doch Speichern und irgendwo habe ich doch hier Escort. Das ist quasi ein Escort-Service, was ich hier anbiete. Eskortendienste. So. Ich sollte vielleicht mal Eskortendienstleister werden. Bam, badam, bam, bam. Der kommt und der ist gar nicht so langsam. Das ist immer faszinierend. So, meine athletischen Befähig. Da geht's nicht lang. Da oben ist wieder so ein komischer Tempel. Da bin ich total verkehrt. Hier runter bin ich aber eigentlich auch verkehrt. Nee, 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 das ist ja auch alles falsch. Komm, wir müssen hier weg. So, ich hab das Gefühl, ich laufe überall hin, bloß nicht nach Molag Mar. Weil eigentlich muss ich ja hier irgendwie über diese Ding rüber, damit wir hier an der Küste langlaufen können, aber irgendwie. Ja, da ist einfach nur eine Höhle. Und da geht's weiter runter auf einen. Weg hier. Der kommt hinter uns her. Nein, tut er nicht. Gut. Ich habe kein Problem damit, mit dem Typ jetzt zu kämpfen. Ich will bloß nicht, dass mein Geselle hier. Wunderbar. Ich werde lauter, ich werde immer akrobatischer. Genau, so heißt das. So. Ich habe halt eben die Befürchtung, dass ich meinen Weggefährten hier jetzt ein bisschen zu vielen Risiken aussetze und das möchte ich natürlich nicht. Wo ist er eigentlich? Ach ja, der kommt. Der ist gar nicht so verkehrt, wenn ich ein bisschen Vorsprung habe, dann greifen sie eher mich an und nicht den da und dann ist es schon ganz okay. So, dann sind wir wieder mal in der Inselregion und dann laufen wir doch hier mal.